Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über Videotechnik. Mein Name ist Markus Klein und ich möchte euch heute etwas über Videosignale erzählen. Wie man diese im Allgemeinen unterscheidet und warum eine grundsätzliche Unterscheidung sehr sinnvoll ist. Und damit sind wir halt eben wieder bei dem, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und zwar bei der Unterscheidung zwischen der Erzeugung, der Verarbeitung und der Darstellung von Videosignalen, das heißt über die Signalquelle, dem Signalmanagement und der Signalsenke. Und dabei ist es halt eben wichtig, ihr hört das schon, in jedem Element steckt halt eben das Wort Signal drin, Videosignal, und aus diesem Grunde schauen wir uns das mehr näher an. Das Videosignal ist zu unterscheiden, halt eben zwischen einem analogen Videosignal und einem digitalen Videosignal. So, jetzt ist es aus der Historie so, dass als erstes ein Fernsehsignal erzeugt wurde. Deshalb halt eben ist das analoge Broadcast-Signal da sehr präsent und wurde auch erst dann Mitte der 80er hat es Gesellschaft bekommen, sage ich mal so, von dem Grafiksignal. Also ich glaube, das VGA-Signal wurde 1984 eingeführt. Und dementsprechend war es auch so, dass im Broadcast-Bereich dann auch die Digitalisierung früher einsetzte, wie zum Beispiel im Grafikbereich. Und so ist es halt eben, dass ich hier noch die Unterscheidung mache zwischen den Broadcast-Daten, welche über eine SDI oder HDSDI-Schnittstelle fließen und halt eben weiterhin über zu einem Datensignal, wo beides drüber geschickt werden kann, also Grafik und Broadcast, was sich aber halt eben auch sehr extrem vermischt durch die Tatsache, dass es halt eben durch einen TMDS-Tunnel geschickt wird und über einen Stecker. Also das ist etwas komplex. Was ihr heute gelernt habt, ist halt eben die grundsätzliche Unterscheidung von Videosignalen, analogen Videosignal, dem digitalen Videosignal, dem Broadcast und dem Grafiksignal. Und halt eben, dass es im digitalen Bereich nicht mehr so eine saubere Unterscheidung gibt wie im analogen Bereich, sondern dass man da halt eben zwar noch von Broadcast-Daten sprechen kann, aber halt eben weiterhin halt eben von einem Datensignal sprechen muss. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr einige Punkte mitgenommen habt, und wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag und würde mich sehr freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank und auf Wiedersehen.